Herzlich willkommen zurück bei Avon Colony. Wie ihr seht, ist wieder Referendumsjahr. Da müssen wir schauen, dass wir die auch schön zufriedenstellen, die Leute. Und wir werden bald die Mission losschicken können. Hier, unsere Rettungsmission, denn wir haben alles komplett. Kann ich da jetzt noch irgendwas dran machen? Nö, ne? Bin mir nicht sicher. Dann werden wir heute gleich mal zu Anfang das ausprobieren. Und zwar hier unten kann man dann die Expedition losschicken. Zack. Und jetzt geht das Spiel in Pause. Das ist mal ganz gut. Dann kann man sich nämlich hier alles schön... Bewertung 43%. Okay, Gebäudeeffizienz. Das liegt daran, dass... vielleicht sollten wir da noch drauf warten. Ausrüstung. Ausgerüstet oder getragen. Das heißt, das Schutzschild ist schon mal drauf. Das ist gut. Vielleicht sollten wir noch auf die Gebäudeeffizienz ein wenig warten. Denn wir haben hier sehr wenig Personal drin. Jetzt nach und nach kommen. Ich warte mal so, bis das ungefähr halb voll ist. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Dann kümmern wir uns zwischenzeitlich mal darum, dass wir die Leute zufriedenstellen. Nahrungsqualität ist grenzwertig. Ich verstehe nicht, warum das nur 94 mir anzeigt. Ausgezeichnet Vielfalt. Das ist doch schon mal was. Dann schauen wir uns mal die Overlays an. Luft. Da hatten wir in der letzten Folge noch ein paar Lufterfrischer gesetzt. Ich habe doch hier... Habe ich hier einen neben? Da ist er. Der ist ein Nanitenprozessor. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal einen Lufterfrischer hin. Da steht einer. Na, okay. Overlay, wo bist du? Hier haben wir einen stehen. Das reicht so einigermaßen. 96%. Hier ist ein bisschen wenig. Das hört sich nach einem fetten Wurm an. Da ist er wieder. Ah, super. Bauen wir den mal auf. Und nehmen auch Personal wieder auf Maximum. Das ist mir relativ wichtig, denn da werden die schnell von beeinflusst. Was haben wir denn? Ressourcen-Overlay. Da kann man sehen, was wo produziert wird. Wohnungen. Voll belegt, das ist schlecht. Dann würde ich sagen, bauen wir den mal aus. Habitat kann ich nicht mehr ausbauen. Das kann ich noch ausbauen. Das Hotel, Hochhaus meine ich, haben wir schon ausgebaut. Das ist okay. Wie sind sie denn? Das sieht doch schon mal perfekt aus. Zufrieden sind sie alle. Drohnen-Overlay, da ist eigentlich mehr oder weniger alles vorhanden. Gebäude, wir haben die Autoreparatur, glaube ich, schon drin. Muss ich gleich nochmal schauen. Was ist das? Elektrizität ist mehr als genug. Beschäftigung. Da ist natürlich jetzt dann der Flow der Leute. Von wo nach wo die laufen, beziehungsweise fahren. Wir haben ja gut Ruverstationen verteilt, sodass die auch einigermaßen zufrieden sein müssen. Jetzt können wir uns anzeigen lassen, was wo produziert wird. Wasser. Wasser ist auch ganz wichtig. Wir haben 2,8 Überschuss. Das ist okay. Arbeitsweg. Ja, hier ist ein Malus drauf. Das ist aber schwierig jetzt zu ändern. Müsste ich sonst hier noch ein Wohndings hinsetzen. Kriminalität gibt es eigentlich nicht. Da könnten wir zur Not noch mal ein paar Polizeidrohnen setzen. Geh mal weg, du Overlay. So, das. Dann könnte ich am besten hier hinten noch mal ein kleines Habitat setzen. Dann haben die nämlich den Arbeitsweg kürzer. In der Hoffnung, das hält. Dann hier noch ein wenig Polizei. Nein, das ist falsch. Den wollte ich haben. Und... Ach, immer wieder die falschen. Hier hinten auch noch mal. Und die andere sitzt, glaube ich, hier unten. Ne? Wo sind das? Da? Nein. Irgendwo habe ich die schon. Naja.
So, was haben wir denn? 4 Zuwanderer importiert, das ist eine Dauergeschichte, das ist perfekt. So. Dann schauen wir mal. 2, 4, 6, 24% Effizienz. Naja, wir warten noch ein bisschen. Personal. Auf jeden Fall muss ich sehen, dass ich dann jetzt auch die Nahrungsmittel ein bisschen anziehe. Brot 500. Tariflocken sind reichlich. Goji. Pasta, Quinoa, Kori-Sporen, okay. Wasser, Weizen. Dann müsste ich mal schauen, dass wir jetzt wirklich die Weizenproduktion mal anziehe. Beziehungsweise hier auch nochmal Gerste. Das liegt aber jetzt am Personal. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Mehl. Ja, ich brauche Weizen für Mehl, das ist klar. Es wird ja auch reichlich Pasta produziert. Kann ich eigentlich Müsli? Ich habe keine Gerste. Kein Mehl und kein Entari. Das heißt, Entari kann ich hochziehen. Weizen, gut, kriege ich nicht mehr. Kann ich höchstens über mehr Dingens bekommen, Dünger. Forschung abgeschlossen, das ist gut. Das heißt, wir würden eigentlich jetzt noch mal eine Weizengeschichte uns setzen. Oder ich mache noch diese außerirdischen Sachen um. Da brauche ich ja auch Mehl. Ich brauche Entari und Mehl. Gut. Das ist Kori, Goji, Kelko, Entari. So, dann setzen wir uns eine Farm, beziehungsweise hier ein so ein Gewächshaus mit Weizen. Der sieht hier gar nicht schlecht aus, ne? 5,2, 5,8. Da fehlt mir der Tunnel. Kann ich aber von hier oben rumziehen. Machen wir jetzt einfach. Komm her. 6. Dann setzen wir den da hin. Kann ich nicht bauen, okay. Dann machen wir das halt so. Unschön, aber funktioniert. Weizen. Dann kann ich nämlich Bonbon, dann brauche ich Mais-Sirup, könnte ich auch noch herstellen. Quori-Paste ist klar, brauche ich aber auch Mehl für. Quori bauen wir noch gar nicht an, ne? Energie unzureichend, das ist, weil das nicht angeschlossen ist. Ich schaue gerade mal. 1050 im Winter. 1037 erforderlich. Wir kommen an den Knackpunkt. Das ist Maximum. Das ist auf Maximum. Wir haben hier noch eine. Ah, da können wir noch eine setzen. Sollten wir vielleicht von vornherein machen, bevor wir jetzt gleich weiterbauen. Nicht, dass da noch eine Überraschung gibt. Gut. Angedockt. Neues Referendum. 63, 83 dafür. Sehr schön. Hier wird es auch so langsam mehr. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir die losschicken können. Splittersturm kommt. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier Spiel rausnehmen. Dann gehen wir hier auf das. Auf das und auf Plasma Boost. Damit wir da besser geschützt sind, zieht mir natürlich, wie gesagt, jetzt den Stromspeicher leer. Deswegen müssen wir auch ein bisschen mehr Strom herstellen. Und dann sieht man das Gewitter reinkommen. Haben wir uns so noch nie angeschaut, ne? Splittersturm heißt es ja.
auf das, was kommt. Wird hier schon mal aufgerüstet. Die Geothermie ist fertig. Perfekt. 1089. Und da können wir jetzt das Personal hochziehen. Und hoffentlich auch genug Energie speichern. Da werde ich gleich nochmal einen Energiespeicher setzen. Da hinten waren sie gerade einmal reparieren. Und das war's mit dem Splittersturm. Sehr schön. Da müssen wir hin. Können wir das wieder abschalten? Okay. So. Haben wir. Apropos Handelsschiff. Ich habe nur eins rum. Ne, wir haben nur eins. Okay, wir haben zwei Einwanderer. Lagerhalle soll ich nochmal aufrüsten. Wenn wir schon mal dabei sind. So, wie sieht's denn hier hinten aus? Gewächshaus. Du wirst schon mal aufgerüstet. Recht und Ohren zählen nicht. Gute Nahrung aus. Ja, ich bin da dabei. So. Damit haben wir wieder eine schöne Weizenproduktion. Wer hat, der hat. Wie sieht's hier aus? Komm, wir schicken die los. Nützt ja nichts. Müssen wir mal vorankommen. So, 53%. Na, ist okay. So, Abflug. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Da hebt es ab. Ich kann es nicht verfolgen. Schade. Oh, ich dachte, da kann ich jetzt mitfliegen. Na gut. Dann findet das leider außerhalb statt. Gut, gut. In der Zwischenzeit wird hier aber weiter geforscht. Verbesserte Scanner, das ist schon mal perfekt. Dann haben wir das nämlich nachher auch alles zusammen. Hoffe ich mal. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Wo sind denn unsere da Nahrungsmittelgeschichten? Pasta 1500, das sieht doch gut aus. Ja, das wird schnell weggeballert. Die will ich jetzt nicht noch mit drin herstellen im Moment. Dann würde ich das lieber sogar importieren. Wir brauchen mehr Mehl. Das ist mal Fakt. Kori. Ja, super. Wie lange ich Pasta aus Kori sporen? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, die überhaupt zu haben. Müsli wird in der anderen produziert, aber ich habe eh keine Gerste. Ich nehme das einfach mal rein und das ist gut. Kelko-Schlamm brauche ich nicht. Wäre nur für die Naniten, aber wir haben keinen Schlamm. Beziehungsweise wir stellen ihn nicht her. So, das wäre noch. Da bräuchte ich aber Xenosalbei und Quori-Bohnen. Okay. Das kann man eventuell machen. Goldflaumproduktion gestoppt. Chibila produziert nicht mehr Goldflaum. Warum? Wahrscheinlich, weil ich ja, kein Groji mehr habe. Okay. Neuer Ort wurde entdeckt. Landwirtschaftsscanner. Ah, okay. Vielleicht kann ich mich da ja drin ausdehnen. Ah, schau mal hier, das hat er jetzt aufgedeckt. Okay. Muss ich jetzt mal schauen, ob ich da hinten jetzt... Tatsächlich. Ich komme jetzt aus der Karte raus. Vorher ging das nicht, ne? Meine ich. Hier ist er nämlich lang geflogen. Oder auch nicht. Schauen wir mal.
So, das haben wir auch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir sind auf 300 Bevölkerung. Jetzt kommen natürlich, ne, die nächste gleich rein. Schauen, was unsere Mission nachher macht. Wenn sie dann mal wiederkommt. Reise nach. Der kommt nachher wieder, okay. Wir waren mit der Lebensmittelversorgung. Wir müssen jetzt die Lebensmittel hochziehen. Kelkosporen, so, warte mal. Die Chemiefabrik hat eingestellt. Weil ich keine Grogis mehr habe. Dann sollen wir das mal ein bisschen forcieren. Ist die Frage, brauchen wir so viel Quinoa? Oder sollten wir auf eine andere Sache umsteigen, die verbraucht wird? Entari zum Beispiel. Ja, Personal. Neue Mission verfügbar, alles klar. Myrdon ist... Was? Forscher gerettet. Sehr schön. Eine Empfehlung. Dann schicken wir den doch gleich mal retten. Ach, die kann man da so nach und nach. Alles klar. 400 Einwohner, alles klar. Vier Zuwanderer. Ja, ich weiß. Diese neue Sozialstrategie vorgeschaltet. Okay. Wir haben gewonnen. Ja. Schön. Was können wir denn Neues machen? Da drauf. Da drauf. Kriegsrecht, Freispiel, Zugang zu bestimmen. Auswandern erlaubt. Zuwandern verboten. Arbeitswechselverbot. Das haben wir drin. Energie müssen wir noch ein bisschen mehr bekommen. Brauchen wir nicht. So, Expedition. Dann retten wir den mal auch. Und dann schauen wir uns gleich mal die anderen Geschichten an. Dann haben wir auf jeden Fall die vier Gestrandeten schon. Das ist doch super. So, wir machen jetzt Plus in den Nahrungsmitteln. Das muss ich aber definitiv noch ein bisschen forcieren. Was haben wir denn jetzt noch? Was brauchen wir denn noch? Mehl. Wir brauchen definitiv mehr Mehl. Wir haben jetzt 57 Weizen. Das ist okay. Wird hier Mehl gemacht? Nein. Sollst du aber. Wenn es geht. So, Mehl nimmt jetzt etwas zu, hoffe ich mal. Ansonsten würde ich nämlich noch eine setzen. So, und da ist die letzte. Retten. Dann haben wir das nämlich in dieser Folge abgeschlossen. Dann werden wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen um die Nahrungsmittel kümmern. Das eventuell noch mal ein bisschen forciert ausbauen. Um entsprechend gerüstet zu sein. Das wurde jetzt im Winter doch ein bisschen knapp. 8000 auf Lager, 25 Verbrauch, das ist immer, naja. Aber die nächste Kundenbefragung, wollte ich schon gerade sagen, kommt ja noch. Denn hier müssen wir schauen, dass wir oben bleiben. 82, 83 Moral, 76 bezogene Wohnung, das sieht gut aus. Arbeitsplätze nach und nach sehr gut. So. Ziel erreicht. Rette vier Gestrandete. Alles klar. Die Forscher sind fertig. Und dann werden wir hier mal morgen, sag ich schon, ja morgen für euch,
Für mich ist es jetzt gleich fortsetzen und mal hierhin die Expedition schicken und schauen, was da passiert. Ich sag mal aus diesem Bildschirm heraus, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Avon Colony. Bis dann, ciao.